Games. Challenge everything. Ja, hallo zusammen und damit erstmal ein recht herzliches Willkommen, ja, zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Zumindest erstmal für die nächste Weile, weil ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, ja, dass Empire Earth pausiert ist und ganz genau. Und das hier nimmt jetzt quasi den Platz des Nebenprojektes ein. Und zwar dienstags und donnerstags kommt das zweimal die Woche. Und zwar SimCity 4, liebe Freunde, genau. Es ist tatsächlich soweit. Ich hatte das Spiel schon mal länger in der Hinterhand und hatte es vorgehabt, das irgendwann mal zu Let's Playen. Aber ja, nie die Zeit dafür gefunden, weil das quasi ein Endlosprojekt ist. Und worum es geht, sag ich euch jetzt gleich mal. Die Musik ist mir gerade ein bisschen laut hier. So, wartet mal. So ist das angenehmer. Wie gesagt, SimCity kennt, glaube ich, jeder von euch. Es ist ein Städteaufbauspiel tatsächlich. Also wir bauen uns tatsächlich eine Stadt auf. Und ja, im Prinzip eine friedliche Alternative, sag ich jetzt mal, zu den ganzen Kriegsspielen, die ich schon gespielt habe und die eigentlich auf dem Montag-, Mittwochs- und Freitagsslots liegt. Aber nur gut, da sind wir nun, Freunde. SimCity 4, ich habe es heute besorgt auf Steam, tatsächlich war sehr günstig zu kriegen, finde ich gut. Und genau, im Prinzip haben wir hier unsere ganze Region, wie ihr hier seht, ne? Also ganze Landkarte. Allerdings werde ich unsere Stadt tatsächlich hier in diesen Slot aufbauen. Ich habe schon mal was vorbereitet hier. Und zwar habe ich hier schon mal ein bisschen was an Land fertig gemacht. Genau, es gibt hier noch so verschiedene Tutorials. Ich glaube, die könnte man mal machen. Erste Schritte-Tutorial. Nee, das brauche ich nicht. Oder wartet mal doch. Kommt, machen wir mal das erste Schritte-Tutorial, Freunde. So, starten wir mal in das schöne, schöne Spiel hier. Willkommen im Erste-Schritte-Tutorial. Dieses Tutorial bietet eine schrittweise Einführung in das Leben als Bürgermeister deiner eigenen Stadt. Genau, wir werden ja unsere eigene Stadt erschaffen und ja, bin ich sehr gespannt, wie wir das hinkriegen. Die Tutorials zu den Themen Geländebearbeitung, Geld verdienen, Großstadt und Rush Hour sind ebenfalls in der Timbuktu-Region verfügbar. Ja. Wenn du schon weißt, wie man eine Stadt auf die Beine stellt, dann versuch es doch mit einem der anderen Tutorials. Übersicht. Erst bekommst du einen Überblick über... Geile Musik hier. So, erst bekommst du einen Überblick über das Spielinterface. Dann lernst du, wie man eine Stadt von Grund auf errichtet. Das Spiel untergliedert sich in drei Modi, die wir kurz erklären wollen: Gott-Modus, Bürgermeister-Modus und Mein Sim-Modus. Klicke auf Gott-Modus, um fortzufahren. Der Gott-Modus, das ist interessant, okay. Okay. Hier ist der Bürgermeister-Modus. Und hier ist der Mein Sim-Bonus, Modus. Okay. Steuerung des Tutorials. Ganz Tutorial. Ja, okay. Okay, fortzusetzen. Wo fangen wir an? Die Stadt wurde gegründet und du bist der Bürgermeister. Du bestimmst die Aufteilung deiner Stadt. Du bist vor, wo deine Sims leben, arbeiten und einkaufen. Du kannst außerdem Stadtgebiete wie Kraftwerke und Schulen errichten. Du hast einen Vorrat an Geld und ein schönes Gelände. Mache daraus eine blühende Metropole. Aber womit solltest du anfangen? Legen wir zuerst Gebiete an, in denen die Sims leben können.
Das ist jetzt quasi hier so eine Teststadt, Freunde. Guckt mal hier, seht ihr das? Hier können wir nämlich Zonenwerkzeug machen. In den verschiedenen Zonen sind quasi Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete. Und wir sollen jetzt hier tatsächlich ein leicht bebautes Wohngebiet machen. Genau, um das, um ein Wohngebiet zu erstellen, müssen wir einfach hier das Ding hier hinziehen. Genau. Großartig, du hast dein erstes Wohngebiet, Abkürzung W, angelegt. Wenn die Sims alles Nötige haben, bauen sie in dem grün markierten Gebiet Häuser. Werden alle Gebäude von allen erreicht? Nein. Wie du gleich sehen wirst, kannst du fertige Stadtgebäude wie Kraftwerke und Schulen platzieren. Nicht vergessen, Gebäude in den Zonen werden von allein gebaut, wenn alles Nötige vorhanden ist. Ganz genau, Freunde. Unsere Einwohner werden, wenn, ihr seht, die haben keinen Strom hier. Wenn Strom allerdings da ist und auch Wasser, sehen wir gleich, dann fangen die an, tatsächlich Häuser zu bauen. Gebäude brauchen Strom, genau. Also warum ziehen keine Sims ein und lassen sich nieder? Die kleinen Blitze über den grünen Wohngebieten geben den Hinweis. Das bedeutet, dass sie unter Energiemangel leiden. Lass uns das sofort ändern. Gut. Ja, Freunde, die erste Folge ist halt noch so ein bisschen so Tutorial und so. Ja. Gehört halt dazu. So, wir haben ein Kohlekraftwerk. Kostet 10.000 Sim-Dollar. Sehen wir hier. Und ihr seht, wir verlieren sogar Geld. Ne? Gut. Dann machen wir hier. Zack. Und dann. Ja, guckt euch das an. Und dann schon bauen sie Häuser. Okay. Bald solltet ihr sehen, wie einige Sims anfangen zu bauen. Jawohl. Industriegebiete. Sims brauchen Orte, an denen sie leben und Orte, an denen sie arbeiten können. Das Kohlekraftwerk schafft ein paar Arbeitsplätze, aber nicht viele. Also wie schaffen wir mehr Jobs? In Industriegebieten ist immer viel zu tun. Ja, das stimmt. Industriegebiet. Okay. Industriegebiete sind hier gelb, tatsächlich. Okay. Straßen gegen Landstraßen. Die Straßen, die beim Anlegen der Zonen gebaut werden, sind eben nur kleine Nebenstraßen, die nicht viel Verkehr aufnehmen. Über Landstraßen können mehr Autos schneller fahren als über die kleinen Gässchen. Ja, dann machen wir das doch mal. Hier, Freunde, Infrastrukturressourcen. Ihr seht tatsächlich, hier sind die Straße, Autobahn, Eisenbahn, öffentliche, Flughafen und Häfen. Also alles dabei und ihr seht, wir haben hier auch einen ordentlichen Mischmasch an Straßen. So, jetzt haben wir das damit verbunden. Industriegebiet ohne Strom. Gut, dann haben wir hier Gewerbegebiete tatsächlich. Gewerbegebiet sind ja Büros in dem Fall. Oha, schaut mal. Da wohnen sie ja schon. Gut, jetzt sind wir im Geschäft. Es werden bald Geschäfte und Fabriken erscheinen. Und mehr Sims, die einziehen. Ja, das stimmt. Hier unten seht ihr das, Freunde. Und nicht vergessen, Strom verbindet die Zonen. Klicke auf Weiter, um das Tutorial fortzusetzen. Ansicht vergrößern. Ja, gut. Unten links? Ah, hier. Ach, okay. Ja. So. Gut, ausgezeichnet. Um die von der Stadt zu entfernen, werden sie einfach Ansicht verkleinern. Ja, habe ich. So, alles klar. Schaut euch die Häuser an. Cool. So. Super, du kannst jetzt über den Geschwindigkeitsregler bestimmen, wie schnell die Simulationszeit in deiner Stadt ablaufen soll. Ja, schaut euch das an. Wir rasen ja gerade durch die Zeit, ne? Wir haben jetzt quasi schon 16 Jahre lang gespielt. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal eine normale Zeit hier. So. Das ist jetzt nämlich ein bisschen angenehmeres Tempo tatsächlich. Anstatt diese 16 Jahre. Okay. Eine Grundschule bauen. Ja. Bildung tut immer gut, würde ich sagen. Mach das mal. Andere Dienstleistungen müssten noch warten. Gut, das Bildungsniveau der Sims, die in der Nähe der Schule leben, wird allmählich steigen. Gut, also jede Stadt braucht halt Schulen, ne, ist klar.
Klicken Sie auf Weiter. Ah, Feuer! Bürgermeister, es gibt da einen Notfall. Klicken Sie auf Weiter und das Tutorial. Okay, Feuerwehr brauchen wir. Zack, Freunde. Und hier, Feuerwehr. Hier hinschicken. Kommt! Genau, Freunde, so schnell geht das hier. Da kommt der Feuerwehrauto, da kommt das Feuerwehrauto angefahren und löscht das Kraftwerk. Oder? Löscht du es? Ja, guck mal. Die haben den Brand tatsächlich gelöscht. Wundervoll. Was haben wir hier jetzt? Die Berater. Jeder Berater kümmert sich um einen anderen Aspekt des Lebens in deiner Stadt. Zeige mit der Maus eine Weile auf einen deiner Berater. Es erscheint ein Tooltip, mit dem du weitere Informationen zu jedem Berater des Spiels entnehmen kannst. Dasselbe gilt für alle anderen Buttons im Spiel. Was möchte der Kollege denn hier? Klaus Müller ist dein Stadtplaner. Er hilft dir bei allem, was mit deinen Grundzügen des Aufbaus einer guten Stadt zu tun hat. Befrage während des Baus deiner Stadt und zu deine Berater, besonders wenn der Hintergrund ihrer Bilder rot wird. Das bedeutet nämlich, dass sie dir etwas Wichtiges zu sagen haben. Glückwunsch, Bürgermeister, das war das Ende dieses Tutorials. Ja, cool. Freunde, das war jetzt quasi hier schon unser erstes Tutorial. Es gibt hier auch noch eine Sache. Ach, schaut mal, wenn wir hier weiter reinzoomen. Guck mal, jetzt sehen wir hier tatsächlich die Autos rumfahren in dieser kleinen Straße. Das ist cool. Ja, Freunde, so viel erstmal zum Anfang. Ich denke mal, wir können jetzt auch, also das waren jetzt gerade so die Grundzüge des Spiels. Also wie gesagt, dieses Spiel wird ein bisschen was gemütlicher. Also jetzt nichts Hektisches oder so, einfach gemütlich ein Städtchen aufbauen. Und ja, so lange wie es halt dauert. Wie gesagt, das ist ein Endlosspiel. Und genau, Freunde. Genau, dann würde ich aber mal sagen, die restlichen Tutorials, die mache ich erstmal nicht. Ich würde gerne direkt einsteigen, tatsächlich in unsere Stadt. Ja, da haben wir doch hier tatsächlich schon einen guten Bereich. Ich habe da auch einen Fluss reingemacht schon. Also, ihr seht ja hier, ne, wenn wir jetzt unsere Stadt anklicken, unsere neue Stadt könnten wir jetzt hier tatsächlich guck mal, wir können hier für unsere Stadt Berge erschaffen. Verschiedene Berge, Klippen, Hochebenen, das sieht auch cool aus. Man kann hier Täler schaffen, das habe ich hier in dem Fall auch schon gemacht. Das ist ein Fluss hier. Hier könnte man eine Ebene anpassen, das habe ich hier auch gemacht, damit da nicht so viele Berge im Weg sind. Bäume? Wir können Wälder pflanzen. Mache ich einfach mal. Komm, paar Wälder hier, kann doch nicht schaden. Genau, Freunde, bisschen grüne Lunge hier in die Stadt schaffen, das ist doch nicht verkehrt hier. Kostet ja noch nichts, ne? Weil in Zukunft wird das Geld kosten und ich glaube, dass wir da ganz schön ins Schwitzen kommen werden, was die Finanzen angeht, tatsächlich. Ich hoffe halt, dass wir das schaffen. Also als Bürgermeister hier in SimCity. Gut, Freunde, da würde ich aber mal sagen, Bürgermeister-Modus. Genau, Name der Stadt, Freunde, würde ich einfach mal sagen, nennen wir unsere Stadt Sibitown. Einfach mal so. Und der Name des Bürgermeisters ist, bin ich, Sibi. Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, da dieses Spiel was Seichtes ist, werde ich mal leicht Schwierigkeitsgrad nehmen, tatsächlich. Ja, dann gründen wir unser Sibitown, Freunde. Jawohl, schaut euch das an. Wir haben unsere Stadt gegründet. Und ihr seht hier, ne, die Meinungsumfragen der Stadt. Wir haben hier verschiedene Indikatoren. Sicherheit, Landwirt, Bildung, Gesundheit, Umwelt und Verkehr. Das sagt quasi aus, wie gut wir uns in dem Bereich hier bewegen. Entwicklung neuer Wohngebiete durch knappe Auswahl begrenzt.
Boah, schöne Musik hier. Genau, Freunde. Dann würde ich sagen, geht's einfach mal los. Hier diese WHI-Anzeige. Ist tatsächlich, was hier gerade nachgefragt wird. Also was für Wohngebiete wir brauchen, was für Industriegebiete wir brauchen. Und wir brauchen überwiegend tatsächlich leicht kleine Wohngebiete. Allerdings würde ich sagen, wir haben ja natürlich klein, aber ich würde schon ganz gerne direkt auf Hochhäuser gehen. Von daher, ja, machen wir das einfach mal. Ziehen wir mal eine Straße. Ganz genau, Freunde. Verbindung herstellen. Hier können tatsächlich eine Nachbarverbindung herstellen mit der Straße. Finde ich gar nicht so verkehrt. Weil, ach schaut mal, die bauen jetzt eine Straße. Weil tatsächlich, ihr habt eben in dem Menü gesehen, dass wir tatsächlich noch einen anderen Bereich hatten. Beziehungsweise eine Nachbarstadt. Und da komme ich jetzt gleich mal drauf zu sprechen, weil da möchte ich ganz gerne die, sagen wir so, wartet mal. So, erstes Wohngebiet hier, zack. Da möchte ich gerne den Müll auslagern hin in die Nachbarstadt, weil da zahlen wir zwar auch Geld für, aber wir haben kein Müll, keine Müllprobleme danach. Gut, Freunde. Ach, schöne Musik hier im Hintergrund, ey. Finde ich gut. Genau, Freunde, und das ist quasi SimCity. Ich glaube, kennt jeder, ne, das Prinzip Städtebau. Und, ja, warum nicht? So, Freunde, dann könntet ihr theoretisch einziehen. Aber wie gesagt, Freunde, ich hatte ja gesagt, dass wir den Strom und das Wasser in dem Fall von der Nachbarstadt ja beziehen möchten. Deswegen, hier seht ihr unser Sebi-Town. Ne? Wir haben hier uns hier oben in der Ecke angefangen aufzubauen. Ich würde aber sagen, ja, wir haben hier die Nachbarstadt. Ihr seht hier die Straße, die hier ankommt. Das ist die Straße, die wir eben in unserer Sebi-Stadt gebaut haben. Und hier in dieser Stadt möchte ich tatsächlich, sagen wir einfach mal, Ressourcenstadt. Hier möchte ich tatsächlich Strom erzeugen. Atomkraftwerk, guck mal. Fusionskraftwerk. Genau. Was bringt denn hier die meiste Megawattstunde im Monat? Das hier, Ölkraftwerk. Genau, Freunde. So, weil das ist jetzt nämlich tatsächlich eine Stadt nur für Watz. Watz. So, Freunde. Das ist jetzt tatsächlich eine Stadt nur für Kraftwerke und für Müllablagerung. Weil, wie gesagt, diese Sachen möchte ich nicht in meiner Hauptstadt haben. Tatsächlich, weil das könnte nervig werden. So, Freunde. So, und warum sagen die jetzt hier gerade, dass sie hier, kann man denn Gebäude verschieben? Nee, kann man scheinbar nicht. Okay. Geile Musik hier. So. Genau, Freunde, hier in diesem Bereich haben wir halt die Energie. Wassersysteme bauen. Guckt euch das an. Kläranlage haben wir hier. Reduziert die Wasserverschmutzung, ja. Okay, und wir haben hier Wasserpumpen, Freunde. Die möchte ich nicht in der Stadt bauen, weil ihr seht, die kosten $350 im Monat. Deswegen möchte ich ganz gerne die Sachen hier in die Stadt bauen, alle. Wir machen uns jetzt quasi hier so eine Versorgungsstadt für unsere Hauptstadt. Und ihr seht hier, der Hintergrund wird blau. Das heißt einfach, dass die Bereiche mit Wasser versorgt sind. Genau, Freunde. Und ich denke mal, das müsste erstmal reichen. Ein Rohr. Genau, Freunde. Wir können nämlich auch hier ein Rohr ziehen. Und damit auch eine Verbindung zu Sebi-Town herstellen.
Genau, wir haben also dann quasi eine Gratis-Wasserleitung, beziehungsweise keine Gratis-Wasserleitung. Wir müssen halt monatlich dafür zahlen, aber es ist alles besser, als hier, ja, als die Sachen in der Stadt zu bauen, weil ihr seht, das sieht ziemlich Mist aus, ne? Quasi das hier ist Leverkusen, wir bauen gerade Köln oder so. Je nachdem. Es tut mir jetzt leid, wenn jemand von euch in Leverkusen wurde. Das war natürlich nicht so gemeint. Ihr wisst, was ich meine, ne? Okay. Gut, Freunde. Dann haben wir hier für den Müll tatsächlich, Freunde. Müllkraftwerk, Recyclingcenter, Mülldeponie. Genau, Freunde. Ziehen wir hier mal eine kleine Mülldeponie hin. Boah, das können wir ganz schön groß machen. Und hier wird dann der Müll aus Sebitown abgeladen. Nachbarschaft bittet um Energie. Habt das schon gesehen? Genau, Freunde. Wer hat das denn eben gesagt mit der Nachbarschaft? Ist das hier? Ah, Nachbarschaft bettelt um Energie. Guckt mal. Diese Witzfiguren, die sich ihre Nachbarn schimpfen, haben nun auch noch ein Problem mit ihrer Energie. Das ist die Stadt, die wir gerade eben angefangen haben zu bauen. Beziehungsweise ohne die Energie. Genau, und wir können hier tatsächlich... Guckt mal. Wir könnten hier tatsächlich Stroh und Wasser verkaufen. Das heißt, in dem Fall kriegen wir hier 114 Dollar im Monat. Einfach nur, dass wir hier Wasser und Strom für die Nachbarstadt bereitstellen. Ist das nicht geil? Dann würde ich sagen, machen wir das und springen wir wieder in Sebitown. Und ja, gucken wir mal, genau. Die brauchen wir jetzt nicht anzugleichen, die Grenze. Und guckt mal hier, hier ist die Stromleitung. Die wir eben von der Nachbarstadt ja, hier hingezogen haben. Und guckt mal. Guckt mal jetzt, können wir die hier mit Strom versorgen. Und schaut mal, da fangen sie schon an zu bauen hier. Sehr gut, Freunde, sehr schön. Sehr schön tatsächlich. Und ich bin gerade ein bisschen überfragt tatsächlich, ob ich hier nicht... wartet mal, nochmal Zone aufheben. Genau, ob wir hier nicht erstmal 3x3 machen sollen. Genau, das ist gar keine schlechte Idee. Genau, Freunde. Und was brauchen Häuser noch statt Strom? Richtig, wir brauchen Wasser. Hier, Wasserleitung. Guckt euch das an, Freunde. Wir können jetzt aus der Nachbarstadt unser Wasser beziehen. Ist das nicht geil? So. Jawohl. Und genau, Freunde, als letzten Punkt in dieser Folge, das war schon ziemlich viel für diese Folge, schauen wir uns mal die Finanzen an. So, schaut mal, wir haben monatliche Einnahmen von 0 Dollar und monatliche Ausgaben von 133 Dollar. Ach, guckt mal. So, jetzt können wir hier nämlich mal schauen, wenn wir hier draufklicken, ja, wo die monatlichen Einnahmen herkommen. Das sind zum einen Steuern. Ganz klar, Steuersätze können wir hier anpassen für die verschiedenen Bereiche, aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, nicht, dass wir die Leute schon direkt wieder verschrecken. Stadtverschönerungen. Glücksspiellegalisierung. Ja, da kriegen wir 100 Dollar für Glücksspiellegalisierung. Ja, dann macht das doch einfach mal. Nachbarschaftshandel. Ach ja, genau, hier sehen wir das auch nochmal, ne, was ich da eben gezeigt hatte. Ja, mit dem Kaufen von Wasser und Energie der Nachbarstadt. Genau, das lassen wir so. Geschäftsabschlüsse. Das Budgetbuch enthält sei keine Informationen dieser Abteilung. Verkehr. Wir können Mautstationen errichten und öffentliche Verkehrsmittel. Fahrgeld. So, das heißt aber auch jetzt, dass wir jetzt eigentlich durch die Glücksspiellegalisierung im Plus sein sollten. Ne? Sollte eigentlich jetzt im Plus sein. So, dass wir Geld verdienen, statt Geld zu verlieren. Ganz genau, Freunde. Ich würde auch sagen,
Jetzt mal so ein bisschen zum Ablauf. Da das tatsächlich jetzt nur zweimal die Woche kommt, das SimCity, werde ich jetzt halbe Stunden Folgen tatsächlich machen. Genau, ziehen wir mal Büros hier hin. So, dann gucken wir mal, ob sie sich hier schon die Arbeit suchen, die Leute. Hier ist ein Riesengewerbegebiet für euch. Na los. Upsala. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Freunde. Ah, wobei, wartet mal. Die Zonen, die sind ein bisschen doof, muss ich tatsächlich sagen. Hier. Zone aufheben, bitte. Und die Stadt, die kann, die Straße hier, die kann weg. Genau. So, dann macht mal bitte hier. Warum macht er das denn jetzt nicht? Wartet mal. Das muss ich mir dann... Muss ich mal schauen, wie die das hier... wie das hier angelegt sein soll. Wahrscheinlich... Komm, bau die Schnellstraße. Die brauchen... Mach einfach mal ein 3x3-Gebiet. So, und die Straße hier, die kann weg. Oh, und aus Versehen ein paar Bäume gefällt. Ja, das tut mir leid. So, Freunde. Dann hier. Noch mehr Arbeit für euch. Schaut euch das an. Coole Mucke im Hintergrund. So, dann geben wir euch mal ein bisschen Wasser. Da lassen wir euch mal ein bisschen... Ach, schaut euch das an, wie wir hier den Einnahmen tatsächlich schon groß auffallen. Schon groß auffahren hier. Wir verdienen Geld, das ist gut, Freunde. Annette Hilbrand freut sich, Umweltberater zu sein. Ja, hier unten kommen immer so Meldungen, das ist ganz interessant. Der gestiefelte Kater sagt, Übersteuerung, Fragezeichen mit der Hilfetext ausgeschaltet. Gewerbegebiete erfreuen Häusermarkt. Alles klar, aber wir brauchen ja noch eine Schule und eine Polizeistation. Was ist Polizei? Wir Luxuspolizeirevier. Ach du Scheiße, monatliche Kosten. Das ist schon übel grad. Ein Gefängnis brauchen wir noch nicht. Kleines Polizeirevier, großes. Ich mach mal ein großes Polizeirevier hier hin. Weil, ihr seht's ja hier. Da ist so ein blauer Kreis, ne? Und das sagt quasi den Einzugsgebiet. Das Einzugsgebiet von dieser, dieser Polizeiwache. Und, genau. Große Feuerwache brauchen wir auch. Monatliche Kosten steigen da halt auch, ne? Ist klar. Schaut euch das an. Jetzt gerade haben wir nämlich tatsächlich schon hier. Was soll ich dazu sagen? Monatliche Kosten, die gerade explodieren. Deshalb würde ich einfach mal sagen. Wartet mal, Industriegebiete. Will ich da jetzt unbedingt Industriegebiete in der Stadt haben? Weil die sind auch dreckig, ne? Weil wir müssen auch darauf achten, dass wir tatsächlich auch Parks und sowas haben. Wir können hier nämlich Parks bauen. Und das macht die Leute auch zufrieden, ne? Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein paar Parks hier hin. Kostet zwar auch monatlich sehr viel, aber dafür werde ich ja später die Steuern erhöhen. Ja, es ist leider soweit. Industriegebiet. Brauchen wir das tatsächlich oder können wir das in die Nachbarstadt aufbauen? Da bin ich mir jetzt tatsächlich unsicher, muss ich sagen. Ah, guck mal, die bauen schon hier. Schaut mal hier, die bauen hier schon ordentlich was Größeres auf hier. Sollen wir Industriegebiete hier bauen? Ich bin mir echt unsicher, was das angeht. Aber eine Schule können wir noch bauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Grundschule. Am besten hier so, genau, damit die Leute gebildet werden. Und ein Krankenhaus. Das hat keine Kosten monatlicher, das ist natürlich... Oh doch. Och du Scheiße. Oh Gottes Willen. Ja gut, das ist jetzt, weil ich natürlich schon die größeren Gebiete aufbaue. Ne, das ist ganz klar, die größeren Gebäude. Baustilsteuerung, was ist denn das? Baue alle Stile auf einmal, komm.
Was haben wir hier? Übersicht. Ach, guck mal hier. Jetzt haben wir hier so bestimmte Bereiche. Eine Feuergefahr ist relativ gering. Kriminalität ist wenig. Bildung. Attraktivität. Und halt so verschiedene Sachen. Ne? Müll. Wasserverschmutzung. Strahlung tatsächlich. Ist aber alles im grünen Bereich. Alles klar, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, da wir schon bei einer halben Stunde angekommen sind, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten, dann würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.